Servus, herzlich willkommen zurück. Wir sind jetzt in Serious Sam First Encounter im Second Encounter. Und da hinten. Wir sind im Second Encounter im First Encounter, falsch rum. Oder so, ja. Yeah. Da haben wir jetzt ein bisschen ein Problem vielleicht. Ah, schmal ist das. Aua! Ah. Einfach über die drüber springen. Ja, hab ich auch gerade gemacht. Ah! Halt! Gib halt! Verfickte Scheiße, halt, hab ich gesagt! Alter, wir gehen ab! Ja, denk doch nicht so viel ist von da noch so einer da runter, was? Dingens zu schießen, mit deiner Kanone. Die brauchen wir ja für den Großen. Ah ja, perfekt. Alter, hat der mich weit weggeschlagen. Ich gehe in die falsche Richtung, nice. Nice. Bruder, kannst du bitte aufhören, so viel auf mich zu schießen? Ach, guck mal, jetzt können wir uns schon angreifen sogar. Was? Aua. Aua. Verendet. Viecher. Junge, 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 ey. Junge, Alter. Geht ab wie Sau. Kruzi Türken. Emlo. Alter. Jetzt hier wo? Oh, das waren alle meine Dingens. Kugeln? Ja. Cool. Geht so, nicht? Ja. Vor allem keiner von denen kam wahrscheinlich bei dem Typen nah an. Denke auch nicht, so wenig Schaden wie der hat. Nee, mal. Okay, jetzt wird hier geballert. Ich hab nämlich noch ein paar. Hoppala. Ups. Das war unter ihm durch. Mhm, das ist natürlich auch nicht das Ziel. Oh fuck! Man kann übrigens hier runterfallen. Komm näher, du Arschloch, du Blödes. Ziel doch einfach höher. Mache ich schon. Jetzt treffe ich ihn besser. Ja, ist auch schon fast down. Fast down. Hat noch zwei Drittel Leben. Na, fast down. Fast Hälfte. Ja, bald Hälfte. Jetzt Hälfte. Ja, jetzt Hälfte. Finalmente. Geht doch recht schneller eigentlich. Ja, geht. Der erinnert mich ein bisschen an den Typen von Lilo und Stitch, an den Bösewicht. Ich hab keine Ahnung, was für ein Bösewicht von Lilo und Stitch. Ich hab mir die Serie neulich nochmal angeguckt, ne? Ah, die Serie, gut, ich hab die Serie, glaube ich, nur selten überhaupt mal gesehen. Die ist echt alt geworden. Gut oder schlecht alt geworden? Weiß ich nicht. Gefühlt halt 3 Pixel. Oh. Das ist wenig. Fernsehen halt, ne? Ja, gut, klar. Fernsehen und alt. Von wann war die Serie? Das ist eine gute Frage, die ich dir so jetzt spontan nicht unbedingt antworten kann. Ich kann mir vorstellen, dass die teilweise vor 2000 produziert wurde. Ja, kann schon sein. Die Hopsa, Alter, wie du ihn doch gar nicht siehst. Ich kann halt nur die Angriffe zerstören im Prinzip. Aua. Und die Viecher abwehren. Ja. Ich schmeiß mal mit Granaten auf. Vielleicht helfen die was. Ah, der Hurensohn hat sich das erste Mal aufgeladen jetzt. Wir können durchgehen. Können wir? Das ist gut. Oh. Ja, jetzt wird's nicht lustig. Mhm. Wie war das? Die Dinger zerstören und ihn dann töten, ne? Ne, erst ihn runterschießen und wenn er fast kein Leben mehr hat, die Dinger machen. Ja, genau. Dann, und dann muss. Der muss aber auch in der Mitte stehen dafür, weil sonst wird er nicht getroffen. Genau. Vorausgesetzt, es ist noch so. Sieht schon so aus, dass in der Mitte so ein großer Punkt ist, den ich sehe. Ja, mit dem, also, dass er sich sonst wieder aufhält. Ja, das wird wahrscheinlich schon so sein. Machst ich du alle jetzt bis mal auf eins kaputt? Gemacht. Ja, hab ich vor, ja. Okay, dann lass das letzte einfach am Leben. Quasi. Ja, lock ihn mal zu dir, der hat mich gerade gelockt. Ja, würde ich gerne. Ja, nee, da mag ich nicht. Was ist das für ein Nachbar, Alter?
her, du Hurensohn. Er steht in der Mitte auf jeden Fall. Er hat auch schon wenig Leben. Das ja, aber nicht so wenig Leben, dass wir ihn schon platt machen können. Ja. Ja, doch. Wenn man noch weiter runter geht, dann lädt er sich wieder auf ansonsten. Ja, dann mach. Ja, ich bin gerade schon dabei. Aber ich ziemlich genau in der Mitte. Ich habe auch schon eins kaputt gemacht, ne? Also es ist nur noch eins. Oh, achso, ja, dann hat sich zermanscht. Dann gehe ich mal kurz darin hier. Oh, fuck, er steht nicht genug in der Mitte. Ja, ich versuche ihn gerade rüber zu pullen ein bisschen. Oh, ich habe wieder Kanonenmunition. Komm rüber, du dummer Hurensohn. Er hat mich gerade gefokust. Er soll mal zu mir kommen. Ja, er müsste tot gehen, oder? Wenn er jetzt noch weiter in die Mitte latscht. Ja, er ist weit genug in der Mitte. Gut. Nice. Alter. GG, Alter. 5 Minuten Part, 6 Minuten Part, was ist denn los? Au, auf einmal liegt er auf dem Boden. Bei uns. So, wie geht's jetzt weiter? Spiel abgeschlossen. Fortsetzen. Fortsetzen. Ende. Ende. Jo. Dann starten wir doch direkt mal den nächsten Server, oder? Können wir denn. Also gibt's jetzt noch mehr Content? Ja, natürlich. Okay, dann let's go. Server starten, klassisch. Achso, muss mir eh einladen. Ägypten war, wo wir waren? Nee. Südamerika? Ja, Südamerika, glaube ich, ist jetzt neu. Da gibt's ja noch mehr. South Was gibt's America. Denn da alles? Keine Ahnung. Ägypten waren wir gerade. Ja, dann gehen wir mal nach Südamerika, würde ich sagen. Bestimmt. Gell? Gell. Heftig oder normal? Normal. Oder schwer? Schwer. Okay, schwer. Schwer. Ich muss noch kurz in Ding gucken. Wo ist denn das jetzt, Herrgott? Hast du eigentlich das neueste Corona-Meme gelesen? Ne. Gab ja irgendwie Diskussion, dass Hunde vielleicht Corona kriegen können. Dann wurden Hunde in Quarantäne geschickt. Habe ich mit Katze mitgekriegt, dass eine Katze angesteckt wurde anscheinend. Auf jeden Fall hat dann die WHO festgestellt, dass Hunde sich nicht anstecken können. Und die WHO hat beschlossen, dass die Hunde freigelassen werden können. Also... Who let the dogs out? Da war schon gut, das war schon sehr gut. Musste ich kichern. Ich ganz ehrlich. Hätte ich auch kichert. Habe ich gut kichert. Ja, Nacke, Jim. Who let the dogs out? Fuck, Mann. Das ist lustiger, als es sein sollte. Ist es. Das ist irgendwie viel zu gut. Ja. Oh ja, das ist ja direkt die Kettensäge, genau. Jetzt sind wir im Second Encounter. Kettensäge. Ja, guck mal, Mama, ich bin ein Holzfäller. Au. Ja, ich hab Frantify wieder aktiviert. Oh! Warum bin ich instant tot gegangen? Du hast immer einen Schaden gekriegt, Ahnung. Ne? Vielleicht, weil ich drauf Guck mal, du bist richtig zerschmettert worden. Ah, guck mal auf den Boden. Ich hab immer nur zwischendurch so zersägt worden, gemacht. Nicht nur so ein bisschen. Ja, das ist du geil. Nicht. Du zerfliegst einfach in 1000 Knochen. Ja, klar, ich bin clear, ne? Kann man die großen Bäume zersägen? Ja! Ja, kann man. Nice. Krass. Oh, hinter uns ist zumindest ein Raumschiff. Oh, in der Tat. Und das sieht sehr kaputtgehend aus. Ich habe das Gefühl, das könnte das Raumschiff sein, in dem wir waren. Bisher. Ah. Aua. Hör mal! Yay, zersägen! So schön mittig durch, das bockt. Ja, ich glaube, die werden gefährlicher. Auch schön mittig durch. Eigentlich müssen wir das Spiel auf sehr einfach spielen, dann nur sägen. Das wäre ja auch eine Option, ja. Ah. Nein, sterbt. Alter, wie schnell rennen die denn in dem Part? Schnell. In dem Teil, Mann. Die sind richtig schnell geworden im Vergleich zum First Encounter. Ja. Ja, haben gemerkt, dass die anscheinend zu leicht sind. Oh Gott, auf die sollten wir vielleicht nicht, Oder kann man die auch durchsägen? Vielleicht? Tipp auf nein, ich probier's mal. Ich denke, die explodieren davor, ja. Genau, das. Also das war gerade tatsächlich nicht gesägt, sondern gemessert. Jetzt sind die Clears, glaube ich, ein bisschen leichter zu killen. Nee, deutlich, also die ist nicht so gut gegen die. Also, aua, mit Shotgun meine ich jetzt. Achso. Kettensäge ist nicht so gut gegen die. Ja, das. Moment, warum eigentlich nicht? Das ergibt keinen Sinn. Ja, weil die einen anspringen und Schaden machen dabei. Ah ja, gut, okay. Die machen auch mehr Schaden, habe ich das Gefühl. Aua.
Oh ja, der Typ. Da war er was. Oh Gott, was bist du denn? Ein Kettensägen-Massaker-Typ. Ich merk schon. Ich hab Halloween. Hallo. Wir hatten mal in der Disco hier um die Ecke, war Party. Und, also Halloween-Party. Und dann hatte ich überlegt, ob ich da einfach mit einer echten Kettensäge reingehe. Bitte, mach. Obwohl, dann ruft jemand auf die Polizei. Ja, ich glaube auch. Also man müsste jetzt theoretisch keine Kette auflegen, aber... Wäre schon sehr lustig. Shotgun macht übrigens genauso viel Schaden. Und meine Shotgun-Muni ist alle. Ich habe noch entspannt 34 Schuss. Ich hab ein bisschen rumgeballert. Da ist nochmal ein Kettensägen-Typ. Oh oh. Au. Fresse. Dass dich der Kürbis spast. So, jetzt nehmen wir aber wieder 20 Minuten Parts, ne? Ja, ja, klar, natürlich. Wir können 25 machen, weil noch die ersten 6 Minuten. Ja, stimmt, hier kann man noch. Oh, Sniper-Munition. Oh, ja, Schnippel. Oh, nice Sniper. Damit habe ich die Dinger auch immer am liebsten gekillt, die Harpien. Pam. Hat man halt ein bisschen wenig Munition für, ne? Ja, aua. Oh, du standst so dicht vor mir, dass ich dir noch Headshot gegeben habe. Nice. Geil. So muss das. Nice. Nice. Guck mal das Raumschiff da hinten an. Sieht richtig gut aus. Ja. Biesle kaputt. Biesle kaputt. Biesle. Bieschen. Ah, da ist noch eine. Oh, da war noch eine. Ah, R-Drücken ist auch Nachladen bei der Waffe. R-Drücken ist auch Zoom bei der Waffe. Ja, ich sehe es. Dürfen wir jetzt weiter? An. Oh, wahrscheinlich nicht. Da fuck dir da du. Ich höre Clip-Clops. Ich auch. Ah, jetzt. Und jetzt geht die Tür auf. Was bist das du? Das ist ein Ding zum Schnellrennen. Hui! Hui! Lass mich raten, man hat das nur die ganze Zeit. Ja. Hui! Ja, hat man leider nur. Ah! Was sagt ihr denn? Oh, shit. Ah. Au. Au. Bin schon mal reingelaufen, ne? Hat im Kampf sein Leben gelassen. Au. Okay, moin, sorry. Feeling uneasy. Was bist du, Flammenwerfer? Ja. Yeah. Oh yes. Oh, Napalm habe ich hier gerade aufgehört. Flammenwerfer nicht so stark. Oben. Der Napalm ist halt nur nicht so für den Flammenwerfer. Ja. Aua. War zu erwarten. Macht das Feuer uns auch Schaden? Nein. Oh, nicht. Ja, moin. Zack. Ja, moin. Zack. Wo ist er denn? Da ist er. Mag es die mit der Shotgun zu zerfetzen, deswegen mag ich die Shotgun auch so. True. Bockt einfach. Boah, ein bisschen Kopfschmerzen gerade, ey. Ah ja, moin. Ui! Aua. Ich hätte ihn gerne da Kettensäge auseinandergenommen. Na, da gibt es sicherlich nochmal einen. Endet. Oh, da drin ist jucken. Leben und Rüstung. Wo ist da drin? Deine Augen jucken. Da, wo die herkamen. Hier, genau. Schön, wie die einem einfach vor den Augen zerfallen. Alter. Aua. Vor allem, ich hab dich in Stücke geschnitzt und du standst nicht mehr in meiner Nähe. Ja, dreh dich einmal um, wenn ich hinter dir stehe, ne? Oh, Schnipper-Munition, nice. Hinter dir läuft übrigens ein Typ her, ne? Oh, meiner. Der mir. Mit den eigenen Waffen zersägt. Ah. Sorry.
Ich hab dich ein bisschen in Stücke geschossen. Hab ich gemerkt. Dein Körper ist auch ein klein wenig geplatzt, sozusagen. Tricks, Assi. Ja. Oh Gott, da müssen wir ja durch, stimmt. Wo bist du denn jetzt hin? M-A-L-T-E-N. Okay. Da fuck. Kann guck mal merken? Da nach oben. Ja, da gehen wir mal nicht rein. Hm. Matsch-Matsch. Ja, das macht gerne Matsch-Matsch. Ah. Nach oben gucken ist übrigens auch verwirrend dabei. Ja, bisschen tatsächlich. Es fällt mir auch gerade auf, wenn ich nach oben gucke, weil ich Angst habe, zu Matsch zu werden. Wahrscheinlich laufe ich schon den ganzen Weg zurück und merke es nur noch gar nicht. Okay, doch nicht anscheinend. Anscheinend nicht. Ah! Verdammt. Rüssi. Alter. Hör, was hast du gerade weggeschossen da? Synchronleuchte. Ach so. Hallo. Shotgun. Moin. Ah, die Doppelläufe. Was bist du denn, Ekelhaftes? Das ist... keine Ahnung, aber es ist ein Schrittbrett. Unverwundbarkeit. Ich hätte vielleicht später krallen sollen. Oh, nee, doch nicht. Krass. Unverwundbarkeit. Ja. Alter, da kommen noch mehr. Sag doch mal, ihr Scheiß-Tier-Skelette. Braucht übrigens, glaube ich, hier länger zum Nachladen der Doppelläufe wegen das Meer. Ja. Braucht man eine ganze Weile, würde ich sogar behaupten. Ja. Und sie macht mir zu selten One-Hit. Aua! Sorry. Da war halt nicht mehr was. Doch, da war ein Clear-Skelett, das ich damit gleichzeitig zerschossen habe. Aua! Das sind fucking Raketen. Ja, das Leben hole ich mir auch noch. Yep. Okay, aber es gibt Unverwundbarkeit und sowas. Was war ich denn da? Das ist Ingame. Matsch, Matsch. Ich habe gerade so Gameboy-Musik. Oh Gott, ich weiß. Wieder. Hallo. Ah Gott, ey. Wir müssen jetzt die Schalter hier betätigen. Einen habe ich schon betätigt, den zweiten betätige ich jetzt. Jetzt müsste man durchkommen. Ach, ja, fuck, ich wollte dich reinschieben. Ah, es hätte... Boah. Fast sogar noch auf die eine oder andere Art geklappt. Ich weiß, hast du gerade auf die Statue geschossen? Okay, ich verstehe sogar, wie die aussieht. Napalm. Napalm yes. Gegen das Lava-Monster. Ja, und das funktioniert auch noch. Selbstverständlich funktioniert das. Kann nicht einfach seine Munition schmelzen während der Power. Oh, sorry, du bist mir in die Schussbahn gelaufen. Alter. Assi. Au. Hat mich angefackelt so. Ja, ne? Nicht lange. Was bist du denn? Ah, das sind neue Gegner, ja, stimmt. Schießende Gegner, glaube ich, sind das. Aua! Ah ja, moin. Ja, voll auf betrüben. Ja, es war Rainer. Die längste Zeit in seinem Leben. Sniper-Gute. True. Aua. Snipper. Was trifft mich denn da? Bin nicht ganz sicher. Schießt er überhaupt auf mich? Ach, der da. Erstmal schön Sniper-Munition vergeuden. Ja. Ist halt auch einfach gleichzeitig noch eine starke Waffe. Ja, Sniper ist fucking stark. Ui, da ist so richtig schön. Für die ganze Zeit Ghost Steps, Alter. Das sind wahrscheinlich echte Steps. Die sind nicht One-Hit? Nee, die grünen sind nicht One-Hit. Lip. Two-Hit. Da unten gibt's einen Raketenwerfer. Baby. Baby, a triple.
Ooh, baby, it's a triple. Mana, hab ihn. Hab ihn auch. Ich glaube, ich verzichte aber auf den Raketenwerfer, wenn ich ehrlich bin. Oh jo, ich wäre mir noch ein Sniper da genug. Oh. Okay, zwei Raketen töten, einen so ein Fickding. Was für ein Fickding? Aua. So ein Renn-Werbullen-Viech-Dingens. Ah, okay. Ich hab gerade nur gesehen, wie der andere auf dich zugerannt ist. Mit meinem Leben. Ey, da vorne ist wieder so ein Feuerhund. So, Blader. Nicht gezielt macht die übrigens fast keinen Schaden. Ja, ich merk's. Die macht wirklich weniger Schaden. Ja, fast keine. Na, so weniger wieder nicht. Da vorne ist ein Lava-Monster. Irgendwo da oben ist noch so ein grünes Fick-Ding, das noch immer Dinge auf uns schießt. Ah, da oben ist der. Aua. Wo denn? Da weiter hinten. Aua. Hol ihn mir gerade. Okay, eliminiert. Schießt uns keine grünen Fick-Dinger mehr hinterher. Der Horn-Drone. Die müssten voll anfällig sein gegen das Feuer eigentlich. Müssen sie? Verbrennen Knochen schnell? Ich glaube eigentlich Knochen verbrennen am wenigsten und am meisten. Knochen sind einfach nur Kalzium, ja, die verbrennen glaube ich nicht so schnell, hast du recht. Ja, die dürften am wenigsten anfällig sein dementsprechend. Ui. Ah. Vier Schuss. Vielleicht sollte ich Wendiger diese einsetzen. War da irgendwo eine Harpie oder warst du das? Nee, da ist eine Harpie. Ich hab schon echt lange nicht mehr auf den geschossen. Ja, da geh halt unter Wasser. Man ertrinkt sehr schnell unter Wasser. Oh. Ja, ich habe nicht vor, das Wasser hier zu betreten. Alter! Ich glaube, das ist zu tief. Ach so, da sind Fische drin. Ja. Ich hab den nicht gesehen. Ich stand auf. Dann versuche ich doch nochmal zu tauchen. Aua. Okay. Du stirbst jetzt. Habe ich beschlossen. Okay, vier. Okay, auf dem Grund ist schon mal ein Lebenspäckchen. Extra Life. Ne, Moment, das kommt erst in Serie 2. Das kommt in 2. Und das war der Teil, den ich so geliebt habe. Ja. Ja, Second Encounter und 2. Ja, doch, ich glaube, 2 mag ich schon auch nur. Ich gehe schon mal ein bisschen vor, nicht? Ja, unten lag auch mobil. Also komplett nutzlos. Ja. Ich hab 88 Leben momentan. Wie voll? Ja, moin! Moin, Gemoin. Au, jetzt hab ich eine 73. Oh. Lip! Fortsetzen. Lip. Fortsetzen? Dann würde ich sagen, beenden wir trotzdem mal hier an dieser Stelle den Part. Würde sich anbieten, ne? Tal des Jaguars. Tal der Großkatze. Jaguar heißt, glaube ich, nicht Großkatze. Ja, Jaguar ist eine Großkatze, glaube ich. Jaguar ist eine schicke Automarke. Das stimmt. Und die sind immer noch schick. Früher wie heute. Ja. Gut, ja, dann würde ich aber sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ja. Bis dahin, haut rein und tschüss. Tschüss.